Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darwin Project. Ich habe in der letzten Folge die Kommentare bekommen, dass das mit dem Jetpack am besten ist. Ich habe es auch schon fast auf Ebene 5. Oh, da ist ein YouTuber. Da sind zwei YouTuber. TCM Ravage YouTube und Mikas YouTube. Okay, hey, ich muss... Na, jetzt redet der auch noch. Ja, ich kann leider nicht reden, sorry. Hab ja kein Mikro an. Tut mich leid. Ja, auf jeden Fall habe ich im Stream die Flügel nur gespielt. Und ich hatte auch, glaube ich, einen Win gemacht. Immerhin, im Stream einen Win. Und ja. Bin mal gespannt. Das ist Mikas YouTube. Bam. Au! Ah, werde ich jetzt in dieser Folge nochmal gegen... Hä? Treffe ich denn nicht? Hä? Leute, der ist rausgegangen. Oder Disconnect, keine Ahnung. Good luck. Ey, aber immerhin, er sagt Good luck, ne? Das ist netter. Holz, X, R2 meine ich. So. Ihr wisst jetzt, wie das Spiel funktioniert. Ich muss es jetzt nicht nochmal erklären. Übrigens, ja, ich weiß, ich habe in der ersten Folge gesagt, ich erkläre es euch nicht und dann habe ich es doch erklärt. Ist nun mal so. Ich erkläre gerne Sachen. Tatsächlich. So, gucken wir doch erstmal hier, ob hier einer ist. Oh, zwei sind sogar in meiner Hood gespawnt. Oh, da ist voll viel Holz. Junge, wie viel Holz da ist. Ja, hoch. Müssen wir uns eigentlich sofort holen, ne? Aber richtig schnell. Dieses ganz andere schnell. Oha, der macht überall. Oh. Der TCM Ravage ist wohl down. Ich will eigentlich zu dem Electronic, ne? Machen wir uns erstmal ein extra... Mikas YouTube auch? Beide YouTuber sind tot. Okay, das ist jetzt natürlich doof. Die sind ja noch immer noch bei mir, ey. Das ist alles nicht so gut. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen Holz. Da. Und natürlich noch Darwinium, ist ja klar. Warum schließt er denn eigentlich eine Zone, wo noch ein Electronic ist? Ah, das Portal könnte ich eigentlich auch gleich benutzen. Oh, das ist auch noch eine Kiste, ne? Wie wir im Stream gelernt haben, Medikits sind sehr, sehr wichtig eigentlich. Deswegen sollten wir die Kisten auf jeden Fall untersuchen. Da ist auch noch Holz. Hep. Ups. Ja, da ist einer getötet worden, aber es wird nicht angezeigt. Ach, wir haben einen Gleiter. Ja, Gleiter sind auch nicht schlecht. So, jetzt auf zum Portal. Northeast Zone is now forbidden. Dann kommen wir nämlich oben auf der gegenüberliegenden Seite raus. Dann können wir uns das Electronic schnappen, weil ich glaube, da ist irgendwie keiner. Der ist 1000 Meter entfernt, ey. Pff. Der ist ja anders weit weg, ey. So, wir können es auf jeden Fall schon mal ein paar Pfeile machen. Axe kill. Six players remaining. If you're caught, your center zone is about to be forbidden. So, die Central Zone, oha. Das wird jetzt richtig spannend gleich. Ich brauch das Darwinium. I need this shit. Ah, wie viel Truhen wir jetzt auch schon gefunden haben, ne? Wie viel Holz und alles. Das ist schon nice. So, holen wir uns das jetzt einfach mal.
Können wir uns auf jeden Fall schon mal eine... The show director is now closing a zone. Ah, der hat ganz schön Spaß, ey. Die Zone zu schließen, wo noch die letzten Dinge sind. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetpack. So. Oh, wir können sogar beide Fähigkeiten machen. Das ist nice. So, genug Holz haben wir auch. Perfekt. Kannst eigentlich nochmal die Restpfeile machen, ne? Aber ich würde sagen, ein Pfeil noch. Weil falls wir eine Rüstung verlieren, können wir uns auch eine machen. Was? Beschleunigung? Ach so, der beschleunigt einen. Ah, okay. Ich will auch mal Director sein. Das macht bestimmt voll Spaß. Ohne Witz. So, wo war denn jetzt hier das Portal eigentlich? Da ist es. Okay, merken wir uns. Wenn die Zone hier dort geht... East Zone is now forbidden. Four zones. Der ist genau auf der anderen Seite. Oha. Wollen wir uns den holen? Let's go. Healing. Da hinten ist er irgendwo. Axe kill. Five players remaining. Ich frage mich jetzt, wo der ist. The show director is now closing a zone. Darwinian shipment has arrived. Wow! Oh, das war ein Bowkill, Alter. Oha. Bin ja der Master of Disaster, ey. Finde ich wirklich cool, dass man die Pfeile wieder einsammeln kann. Nice ein Stein, ey. So, erstmal wärmen. Und mal eine schöne Rüstung bauen. Perfekt. Pfeile haben wir genug. Nice. Fluggeschwindigkeit ist auch wichtig. So, was ist hier? Oh, da ist noch ein Tier. Zone is now forbidden. Three zones remaining. Oh, was? Oh, scheiße, wir müssen los. Wir müssen... Wir müssen. Hilfe, der ist hinter mir her. Unter anderem halt. Weißt du was? Tschüss. Nuclear missile has landed on. Southeast zone. The lava will burn. Southeast zone is about to be forbidden. Was ist denn das hier? Der Boden ist Lava? What the fuck? Was? Der Boden ist Lava? Darwinian shipment has arrived. Alter, was? Schnell weg hier, schnell weg hier. Huh.
Okay, nice. Wie viele Leute leben denn noch? Okay. Eben noch ein paar. Ich muss mir unbedingt noch eine Rüstung bauen, ey. Alter, Falter, ist das... Ey, das ist gar nicht mal so unspannend, ohne Witz, ne? Also, was der Director alles noch machen kann. Lol. Komm, Medkit, Medkit, Medkit. Alge, 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 los jetzt. Ach, leg mich am Arsch, ey. Darwinian Shipment has arrived. Muss ich beeilen. Oh. Three players remaining. Ich muss die looten wegen Leben und so, ne? Gleiter ist auch nicht schlecht. Gleiter ist nicht schlecht. Komm, hol's dir jetzt. Oh, die anderen beiden sind ja unten. Das sehe ich ja jetzt erst. Komm, nochmal schnell. Let's go. Da liegt einer. Irgendwo noch Holz oder so? Da hinten. Eieieiei, ey. Hier ist noch ganz viel Holz, das ist gut. Das ist gut. Ich frage mich zwar gerade, warum ich jetzt auf einmal wieder so viel Leben habe. Ach so, stimmt ja. Weil ich die Tiere gekillt habe. Warum gibt es eigentlich keine Wildtiere in dem Spiel? Das wäre halt irgendwie voll cool. Muss ich sagen. So. Southwest Zone is now forbidden. Final Zone. Von da hab ich's gehört. Frage ist, wo sind jetzt die anderen noch? Kann ich mir die dritte jetzt auch nochmal holen, um mich voll zu machen? Oh nein! LOL! Der hat mich ja mega überrascht. Oder was hat der denn für einen Hut auf? Oh mein Gott, der freut sich jetzt natürlich über das Darwinium. Oh, guckst du an, wie viel der hat, ey. Oh, warte, das gucken wir uns doch nochmal an, oder? Wollen wir uns das nochmal angucken? Ich weiß nicht. Eigentlich war die Folge schon lang genug. Hier hat den mal wieder verarscht. Lol. Das ist natürlich das Gute am Grapple Hook, wa? Oh, 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 oh. Die Zone hat er leider verkackt. Ja, nee, es war kein guter Schuss. Der hat auch kein HP mehr, ey. Der hat wirklich nichts mehr. Oh, oh, der kriegt auf die Fresse. Oh, jetzt, jetzt. Oh, 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 oh.
Ja, okay, hat er gewonnen. Der hat auch 1225 Schaden, der hat seine Axt komplett vollgelevelt. Nicht schlecht gemacht, hat er gut gemacht auf jeden Fall. Also die Grapple-Klasse hat auf jeden Fall auch ziemlich krasse Sachen so. Und wir sind endlich Level 5 mit einer Klasse geworden. Bedeutet, wir machen jetzt erstmal eine Kiste auf. Und in der nächsten Folge können wir höchstwahrscheinlich endlich den Director spielen. Aber das seht ihr dann erst nächste Woche leider. Aber trotzdem, wir können es machen. Das ist ja schon gar nicht schlecht. Ja, können wir tatsächlich. Oh! Sieht gar nicht schlecht aus. Zeig mal her. Boah. Director Deck. Ach du heilige Makrele. Ah, das kostet dann Punkte. Aber wir haben halt noch nicht so viel, ne? Guck mal, andere können sowas wie Boden ist Lava machen und sowas alles. Interessant, ich guck mir das gleich mal off-cam an. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Darwin Project da drin und tschüss.